So, wieder hallo, das kommt zurück zu meiner. Ja, dieser Wagen ist so atemberaubend und fantastisch, dass es mir die Sprache verschlägt. Es ist der Dacia Logan, liebe Leute. Es ist der absolute Wahnsinn, dieser Wagen. Der sprüht irgendwas aus, so nach Motto Amazon, günstigster Strick, samt Stuhl, keine Ahnung, so in die Richtung gehen wir da. Ja, wir haben einen Dacia Logan hier. Es ist leider kein Dacia Sandero. James May wäre sonst sehr, sehr froh über dieses Fahrzeug. Aber es ist trotzdem von der Marke, die sich ganz klar auf die Schadenfahne geschrieben hat. Ein Auto für Leute, die kein Statussymbol brauchen. Also für ein Auto für die, die nur A nach B fahren wollen, gar keine Emotionen empfinden wollen und eigentlich sich jederzeit umbringen wollen während der Fahrt. Weil meine Fresse kann ein Auto langweilig sein. Ja, das ist das hier. Den Wagen gibt es auch als Cup-Fahrzeug und auch beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring ist er mitgefahren. Die Kiste ist dann halbwegs cool und hat auch einen Clio-Motor drin und keinen Dacia-Motor mehr, obwohl es ist auch ein Renault-Motor. Es ist ja ein Renault es ist ein billigerer Renault. Und wie gesagt, ich habe auch kein Problem, wenn Leute in Dacia fahren. Ich würde mir nur die Pulsader aufschneiden, wenn ich einen fahren müsste. Das wäre das Problem, weil, wie gesagt, ist ein Auto für Leute, die ja halt wirklich von A nach B kommen wollen. Das Ding hat nichts mit, ich möchte, oh, Emotionen. Es ist also maximales Kontrastprogramm zu einem Ferrari, dieses Fahrzeug. Mittlerweile sind die schön näher geworden, weil Scheinwerferrückleuchten sehen mittlerweile moderner aus und dies und das und Preis-Leistung ist halt immer noch ganz gut, bla bla bla. Aber ich bleibe bei meinen Pulsadern. Das ist weiterhin mein To-Go-Ding. Und wir haben hier die Ambience-Version. Ja, die heißt wirklich so anscheinend. Ich weiß nicht, welches Ambiente hier ausgestrahlt werden soll, außer Friedhof. Aber ja, es ist auf jeden Fall richtig fancy im Innenraum. Wie gesagt, Stofftextur ist jetzt bei dem Mod jetzt nicht das Geilste, aber kann auch einfach sein, sich anfühlt wie Cord. Ja, ne? Also ist es halt ein Dacia Logan mit Plastikstoßstangen und also unlackierte Plastikstoßstangen. Die werden nicht plötzlich aus Metall gefertigt bei den teuren Modellen und hat einen 1,4 Liter Motor. Und ich sage ja, das mit dem A nach B fahren war nicht nur mein Satz. Der Modder ist genauso am Denken wie ich, weil wenn man nämlich auf den Dacia Logan geht, es gibt ein paar Varianten, haben wir nämlich hier den Ambience Base Model. It gets you from A to B and nothing else. Und auch hier oben, bla bla Motor und nothing else. Also es ist wirklich einfach nur das Fahrfahrzeug. Du musst von A nach B kommen für wenig Geld? Dacia Logan. Du hast kein Interesse an Fahrzeugen? Dacia Logan. Also es ist ungefähr so könnte die Argumentation für dieses Kfz folgen. Und das ist wieder eine dieser Folgen, wo das Crashen umso mehr Spaß macht. Ich habe Timmy auch wieder drin, die habe ich letzte Folge ein bisschen ignoriert. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich habe die Kommentare gelesen. Timmy ist wieder am Schlüssel, Leute. Und ja, Timmy sitzt auch ein bisschen auf halb acht in der Bude. Also die Sitzposition im Auto ist nicht so ganz, wo er hin möchte. Aber ich habe Timmy auch nicht angeschnallt. Ich glaube, es ist auch sicherer, aus dem Auto rauszufliegen, als im Auto sitzen zu bleiben. Obwohl ich glaube, Crashtest sind die Dacia jetzt gar nicht mehr so scheiße abgeschnitten. So, wir wollen ja auch mal ein bisschen hier die Flagge heben. Schönes Fahrzeug, tolles Auto, super, super. Ich verreck da den nicht. Also, ich habe ja Langeweile trotzdem. Also, da kann auch ein Gurt nichts dran ändern. Also, ich mit dem mich selber erdrosseln möchte. Ich bin doch müde drüber bei dem Auto. Aber ja, also der Wagen, wie gesagt, existiert. Da kommt nicht mehr, also der Satz war hier zu Ende. Der Wagen existiert. Dacia Logan, der Wagen existiert. Das ist so mein Mindset mit dem Wagen. Ich meine, er fällt sich jetzt nicht schlecht. Würde mich halt nicht stören. Wenn er sich schlecht fahren würde, würde ich ehrlich halt sagen: Ja, okay, das macht Sinn. Und ja, wie gesagt, ist an sich einfach ein günstiger Renault. Dann kauft man einen Dacia Logan, wenn man einfach keinen Bock hat. Dann kauft man dieses Fahrzeug einfach. Wenn die Motivation am Autofahren so gering ist, dass man wirklich nur sagt: Ich muss irgendwie zur Arbeit kommen, ist mir doch scheißegal. Und man auf die Deutsche Bahn keinen Bock hat, was ein vollkommen legitimer Grund ist, bin ich ehrlich. Also, Alternative Deutsche Bahn oder Dacia Logan, dann bin ich ehrlich, dann wäre ich auf eurer Seite, ich kaufe einen Dacia Logan. Weil die Deutsche Bahn ist wirklich schlimmer als ein Dacia Logan. Und wie gesagt, ich habe den Maßstab gerade schon mit meinen Sätzen, glaube ich, echt tief gesetzt hier. Ich hänge irgendwo fest. Geistig bin ich eh schon verfahren. Ah, na, nicht hier runter, hoch jetzt. Hoch, hoch, hoch. Okay, wir haben eindeutig keine Leistung. Gut, dann fahren wir runter. Wir nehmen die Option mehr nach unten. Aber dann nehmen wir auf Schwung. Wunderbar, Ölwanne ist beschädigt. Das ist gar kein Thema. Schön ist, die Stoßstangen kaputt zu fahren, ist gar nicht schlimm. Machst du einfach mit der Heißluftfön wieder gerade und dann ist geil. Ist eh kein Lack drauf. Kein Lack drauf, keine Kratzer. Also man spart sich auf jeden Fall einiges an Mindfuck, wenn man die Karre irgendwo gegenfährt. Das ist schon ganz angenehm. Und ich meine, es sieht immer noch ganz okay aus, dafür, dass wir ihn gerade ein bisschen Klipper runtergeschubst haben. Unfreiwillig versteht sich, aber. Und er fährt sich dafür immer noch ganz gut. Timmy fliegt ein bisschen quer durch die Kiste, aber das ist auch fein. Timmy sitzt nebenbei alleine im Auto. Keiner möchte mit Timmy. Also, möchte. Nee, also ich setze hier niemanden freiwillig mit in das Auto rein. Also, das muss Timmy alleine ausbaden, den Kram hier. Das wird sicher ein kapitaler Motorschaden werden. Wie gesagt, unser Ölstand ist ja kritisch. Also, vielleicht. Stoßstange ist auf jeden Fall sehr schön flexibel, muss man sagen. Die arbeitet schön mit.
Und der linke Halter ist aus, haben wir mit Stahlseilen festgemacht. Der hat nämlich gar keinen Bock, diese Stoßstange gehen zu lassen. Und er fährt sich ja, wie gesagt, legit echt nicht verkehrt. Also für den 1-4er mit keiner Leistung geht er erstmal gar nicht mehr so schlecht voran. Ich muss aber sagen, ist natürlich auch wenig Autos mit wenig Ausstattung, heißt auch wenig Gewicht, bla bla bla. Und wenig Sicherheit und wenig Emotionen und wenig Hoffnung. Also andere, okay, der Motor geht gleich flitten. Wir müssen mal ganz kurz hier bisschen krassere Schäden verursachen. Kann nicht sein, dass der Motorschaden und die Ursache ist, dass wir hier stehen bleiben. Ich habe manchmal schon ein Händchen dafür, die falschen Tasten auf den Controller zu drücken. So, das Gute ist aber, wie in unserem Peugeot 205 Video, kann man diesen Wagen natürlich auch komplett assig einpacken, weil es juckt halt eh nicht. Deswegen, war da, kurz mal eingeparkt. Perfekt. Und dann fährst du halt einfach weiter. Die Stoßstange des anderen nimmst du auch noch mit für... Okay, ja, super. Diggi, danke dir. Toll. Ab, ja, jetzt, komm. Mach dich weg. So. Wir fahren natürlich auch gleich noch die andere Variante, aber die Stock-Variante, die will ich halt richtig kaputt fahren. Also, weil, wie gesagt, der Wagen spricht halt, also, der hat halt nichts, also wirklich nichts. Haben wir CD oder Kassette? Kenn's nicht. Kann auch einfach gar nicht, oh Gott, die Kamera machen wir nicht. Es könnte auch einfach gar nichts sein. Ich weiß es ja nicht mal. Und Vollgas hier runter. Du kannst auch Leute einfach ein bisschen anschubsen im Verkehr, ist ja nicht auch scheißegal. Siehste, nebenbei kein Kühlerschaden, Front ist im Sack, aber es juckt nicht. Und dann fullst du in die nächste Kurve rein, Turkey driften. Moin, einmal kurz anlehnen, alles gut. Du kannst auch anderen Leuten einfach aktiv den Spiegel kaputt fahren, weil. Oh, und Stoßstange abreißen, juckt dich halt auch nicht. Timmy versteckt sich schon, das ist ihm zu peinlich. Ich kann es verstehen, Bro, alles gut. Nächste Kurve wieder Fullstand. Alter Wall-Tap. Na, Rückleuchte im Sack. Kurz sanft zurückfahren, vorsichtig sein. Perfekt für die nächste Polizeikontrolle. Kann man direkt beweisen, dass der keine Leiche im Kofferraum hat. Die springt freiwillig raus. Ich sehe schon kommen, dass ich die Dutch Hardcore-Fans hier unter meinen in den Kommentaren habe. So, also Lukas, ist ein vernünftiges Auto. Nur weil ihr mit euren Spritschleudern hier, also da weiß ich aber auch nicht. Gibt's von Dutch hier irgendwas mit Hybrid oder Elektro? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil dann würden die Dinger ja noch uninteressanter für mich. So, dann einfach mal Full Send. Gib ihm. Oh, Wunder. Oh, oh. Ja, jetzt gibt auf jeden Fall der Motor als erstes auf. Boah, Alter. Das war ein schöner Hit. Und danach noch versenkt. Der Fluss nimmt die Karre schon mit, freiwillig. Das ist doch schön. Also, er hat richtig schön nachgegeben. Wenn ich noch weitergefahren hätte, wäre es wie eine Sardinenbüchse oben aufgegangen. Es ist wirklich top. So, wir haben noch weitere Varianten von diesem Fahrzeug. Und da gucken wir mal gerade kurz rein. Ich habe noch gar nicht geschaut, welche Varianten wir haben. Ich wollte mich nicht spoilern und die Begeisterung verlieren. So, wir haben noch eine Taxi-Variante. Wir haben Derby-Varianten, die sind mir voll egal. Dann haben wir die Preference Edition. Mit Trim, Model Equipped 1,5 Diesel, Hubcaps und Airbags. Ja, wir haben eine gute Reichweite. Das ist der, es gibt den auch von Renault, die Kiste. Der Renault Tonda, zum Beispiel. Wir fahren den Dacia, weil da fühlt sich das ein bisschen an. Fully Equipped, ABS, Foglights und Airbags. Der Only Dis. Oh ja, wunderbar, den müssen wir fahren. Das ist der einzige Dacia Logan laut dem Motto, den man fahren möchte, weil der Wagen hat Ausstattung, bringt mich um. Also wir haben Nebelleuchten, wir haben Innenraum, cool, wir haben Airbags und ein bisschen mehr Leistung. Also muss ich sagen, mit lackierten Stoßstangen ist das schon auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich finde das Heck vom Dacia Logan aus der Generation weiterhin natürlich brutal hässlich und maximal langweilig, aber der Wagen muss halt günstig sein. Du kannst halt jetzt nicht einen Ferrari-Designer an das Werk senden, der möchte einen guten Stundenlohn. Dafür war bei der Entwicklungszeit kein Geld. Komm, fahr. Kleine Schubser. Das ist geil. Kleine Schubser jucken einfach nicht. Die Stoßstangen sind so flexibel bei dem Ding. Du kannst einfach alles anrahmen. Man merkt, dass es von einem französischen Hersteller kommt. Der Wagen ist dafür prädestiniert, in Paris geparkt zu werden. Das ist das perfekte Auto, in Paris geparkt zu werden. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Meine Aufhängung von links ist ein bisschen im Sack, aber das jetzt ist mir egal. Spur ist eh verstellt, werkseitig schon. Gott, Show Hope ist ein bisschen hochgegangen, aber. Oh! Oh, sorry, Bro. Aber sonst, Kühler ist auch in Ordnung. Das Kühlerpaket ist sicher nochmal mit Schaumstoff und Mantel oder so, damit es einfach geschützter ist. Weil ich könnte jetzt auf dem nächsten mit satten 120 hinten reinfahren, sowas zum Beispiel hier. Seht, Kühler ist weiterhin nicht beeindruckt davon. Junge, ich bringe die gerade aber auch alle effektiv um. Die Haube ist mittlerweile so, dass wir eine sehr gute Durchlüftung haben. Absolut 1A. Da haben wir den nächsten Kollegen, den wir jetzt mal ganz kurz mit 120 hinten reinfahren. Fetch, wunderbar. Der nee, oh Gott. Ich hab's aber auch heute, leg's aber auch drauf an, Jan. Oh, okay, der steht. Au. Ich möchte betonen, Kühler ist immer noch in Ordnung, aber unser linker Antriebsrad ist jetzt gerade zerlegt und irgendwo haben wir unseren Scheinwerfer verloren. Ah, da liegt er ja. Der liegt ja da vorne sogar. Aber, ja gut, wir haben die Antriebsräder zerlegt. Aber ihr seht, der Wagen ist dafür prädestiniert,
aggressiv gefahren zu werden. Das sind halt, ist ein Fahrzeug für Leute, die halt einfach Bock haben. Okay, nee, anders ausgedrückt. Für Leute, die keinen Bock haben, so. Ja, die Reihenfolge vom Satzbau richtig haben. Ja, einmal kurz quer über die Tankstelle abkürzen, das geht schon. Vollgas. Dann hier zwischendurch, das passt. Leichter Drift. Oder mit dem Motor geht aber echt gar nicht mehr so verkehrt dran. Ich meine, wir fahren 130 Sachen. Das ist mehr als 100. Ah, die Brücke. Das war erstaunlich smooth, muss ich jetzt mal sagen. Ich habe auch gedacht, ich rasiere mir jetzt alles ab. Ja, die Spur schon wieder verstellt. Man muss aber sagen, ich vermute, dass die einfach Mikado-Stäbchen dafür nehmen und daraus die Aufhängung vorne bauen. Ich baue erstaunlich wenig Unfälle. Das müssen erstaunlich mehr werden. Das ist ein Dachschialog-Video. Ihr habt eine gewisse Erwartungshaltung. Ich kann es verstehen, Leute. Ich kann es verstehen. Oh, okay. Reifenverlust vorne rechts. Okay. Oh. Dann fahr doch weg. Mein Antriebsfenster sind eben, sag ich. Ich kann nirgendwo mehr hin. Oh, wir haben eine schöne Offroad-Piste. Warte mal. Da fahren wir mal lang. Wir müssen ja auch mal gucken, was das Fahrwerk so kann. So. Der funktioniert mit der Handbremse erstaunlich gut, das Querfahren mit dem Vorderantrieb. Man muss aber sagen, wir haben hier auch gar kein Gewicht drin. Ja, ihr seht, der Slide schon ohne sich Handbremse hier, was sehr geil ist. Das ist ein sehr gutes Rallye-Car. Mal kurz hier ein bisschen cutten, wunderbar. Oh, andere Richtung, Handbremse, rum und Gas. Handbremse, ja! Au! Alles gut, Tür ist offen. Mir war warm. Ich meine, der Wagen hatte, ich weiß gar nicht, ob das ein Paket mit dem Klima war, ihr wisst, irgendwie. Die Tür hat jetzt die Form, dass er eigentlich gleich eine Scherentür sein möchte. Und einfach Lambo Doors hier ein. Die Tür geht gleich nach oben, auch wenn ich noch zwei, dreimal dagegen fahre. Ah, wir müssen. Okay, mir ist gerade die Scheibe in der Tür gesprungen. Ich habe keine Ahnung warum, aber es gibt Gründe. Also, Bodenwellen, Spannungen, die hier in diesem Fahrzeug herrschen. Volle Aufregung und, ja. Aufregung halt. Also ich bin absolut aufgeregt. Ich muss sagen, die Videos mit Autos, die ich kacke finde, machen mir am meisten Spaß, weil es noch mehr Spaß macht, die kaputt zu fahren. Also du hast gar kein trauriges Gefühl, wenn du gegen eine Wand fährst, sondern freust dich halt irgendwie nicht. Oh ja, schön kaputt, top. Aber ihr seht, der funktioniert in der Variante als Rallye-Car leider viel zu gut. Was willst du machen? Da hier ein Sprung, zack. Also es geht halt nichts kaputt. Tür ist weiterhin noch beschädigt. Oioioioioi. Okay, die Felsen saßen aber ganz entspannt da, Alter. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist das für eine Durchfahrt, Alter? Ich glaube, wir fahren noch. Klar, fahren wir noch. Es ist ein Dacia Logan, Leute. Weiter geht's. Also, den Unzerstörbarkeitspreis kriegt er aber. Oh, mein Spiegel ist gerade einfach abgefallen. Bekommt er auf jeden Fall schon mal. Tür rechts kriegt man hier nicht mehr auf. Tür links nicht mehr zu. Also, das ist eine schöne Mischung. Man kann sich aussuchen, wo man nicht einsteigen möchte. Also, eigentlich kann man sich doch. Wir haben ja vier Türen. Man kann sich doch noch aussuchen. Ich weiß nicht, ob die hinteren Türen noch von den Spaltmasten optimal sind. Oh, shit. Alles gut, bisschen über den Acker. Jojo, ich komme gleich schon wieder zurück. Au, alles gut. Hinten links der Reifen hat ein bisschen was mitgekriegt. Ist erstaunlicherweise aber nicht platt gegangen. Der Wagen fährt immer noch. Also man kann ihm zumindest nicht nachsagen, dass er nicht haltbar wäre. Also der Wagen kann schon ein bisschen was ab. Das ist schon... was ist denn jetzt hier passiert? Der Wagen ist schon sehr praktisch. Oh Gott. Vor allem, wie gesagt, für Frankreich. Junge, meine vordere linke Tür ist aber auch maximal kritisch. Kriegt die irgendwie dazu? Warte mal. Ah, nein. Die will nicht mehr zu. Ja, ich will die aber. Oh, da. Pff, ich wollte hier gar nicht runter. Ah, Junge. Aua. Tür ist immer noch dran, das ist das Lustige. Also. Antriebswellen gehen auch immer noch. Wenn ich hier runterkomme. Ja, weiter geht's. Nein, Push. Ja, weiter Rückwärtsgang. Also, wir hatten in der ganzen MMG-Mod-Historie schon deutliche Autos, die deutlich schneller ihre Antriebswellen vor allem werfen. Oder das Kühlerpaket. Der Kollege hier, den fährst du durch Stock und Stein, fährst du sonst wo lang, es ist ihm scheißegal. Hier geht nichts kaputt. Wenn der Dachschiologen sagt, er hält, dann hält er. Ich meine, ich kann den fahren wie so ein Berserker. Die Tür hängt mittlerweile auf 7:30. Wir fahren jetzt mal durch Wasser durch. Ja, okay. Aber gut, die KI läuft hier genauso ab. Komm, fahr auch noch rein. Komm. Ich hab gesagt, komm, mach es. Komm mit. Komm mal hier. Ein bisschen ins Wasser. Hier. Ui. Ui, der säuft ab. Komm, du auch. Komm. Komm mal her. Da ist die Stoßstange. Dann nehmen wir mal den Träger mit. Ne? Ui, guck mal hier. Auch schön absaufen. Toppi.
Hallo, hallo, hallo. Ne, 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 ne. Wir saufen schön ab. Bleib mal schön hier. Wunderbar. Ne, das machen wir nicht anders. Also, wir fahren ja nicht einfach weg. Das kannst du mal knicken. So, ich sollte den aus dem Wasser rausholen, weil sonst der nächste Datsche, den ich da reinschiebe, direkt wieder kaputt ist. Was sehr traurig wäre. So, wo haben wir denn? Datsche Logan. So, wir hatten den Prestige hatten wir, ne? Nee, wir hatten den hier. Genau, dann gibt's auch den hier mit ABS, Foglights, uiuiui. Dann haben wir getunte Variante, eine Tofu-Variante, eine Rally-Gravel-Variante, ui. The starter car for anyone that wants to get into rallying for cheap. Oh, ja, ich seh mich als günstigen Rallye-Fahrer. Ich glaube, der Wagen ist wirklich günstig für Rallye. Man muss ja sagen, Dacia ist ja, glaube ich, der Renault fährt ja in Frankreich. Der Dacia ist ja rumänisch. Irgendwo aus dem Osten kommt die Marke auf jeden Fall original, meine ich. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich kenne meine Dacia-Historie ein bisschen wenig, man merkt es vielleicht. Aber wie gesagt, der Grundhersteller ist Renault. Und den gibt es auch als Renault. So, bei uns in Deutschland fährt er auch als Dacia rum. Bei uns gibt es nicht die Renault-Variante. Aber trotzdem ein Franzosen-Auto im Hintergrund. So, das wollte ich damit nur gesagt haben. So, schön hier Gravel. Oh, der hat auch immer mehr Speed. Nee, im Bodenwellen noch weniger. Ich meine, den normalen Dacia, ihr könnt die normalen Dacia-Logen schon für Rallye fahren. Sind wir ehrlich? Hoppala, okay. Die laufen aber nicht ab. Guck mal an. Ah, jetzt muss ich nur irgendwie aus dem Fluss hier rauskommen. Na komm, wir müssen hier vorne Grip kriegen. Ja, oh yeah. Oh, oh, oh. Hey, was ist das? Irgendwas will hier gerade nicht. Komm jetzt, komm! Ja, 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 Grip, 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 komm, 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 Dacello, komm, zieh! Yes! Ein absolutes Monster, dieses Fahrzeug. Wie die anderen Fahrer hier stecken bleiben, Anfänger. Jetzt komm ich. War hier easy! Ah, ich hab durchs Wasser irgendwie die Haube hochgedrückt. Naja, das ist, Dacello, meine lieben Damen und Herren, das braucht man nicht weiter unterschreiben, das passt schon so, das haut schon hin, das ist schon richtig. Oh, geht hier gut. Guck mal hier. Schöner Drift hier zwischendurch, easy. Also, für Rallye? Also ich meine, als günstiges Rennfahrzeug ist es ja wirklich richtig, der Wagen, die Grundbasis kostet nicht viel, also kannst du den Rest in die ganze Sicherheit stecken. Du musst natürlich damit leben, dass du auch einfach keine Leistung hast und gefühlt nicht nach vorne kommst. Aber wenn du damit klarkommst, dann hast du schon sehr viel überwunden, muss man fairerweise sagen. Dann ist es das perfekte Auto. Schöner Drift hier rein. Perfekt außenrum geslidet, das wollte ich. Bin ich sicher an derselben Stelle wieder? Nehme ich nicht. Sieht alles gleich hier aus. Komm, brauchen wir ein paar krasse Sprünge oder sowas. Hier muss mal irgendwas sein, was die Karre mal ein bisschen aus dem Leben räumt. Achso, warte hier, wunderbar. Zack, ja, wir haben aber ein Rallye-Fahrwerk drin. Das kommt damit natürlich bestens klar. Kleiner, schöner Drift hier. Er muss nicht mal die Handbremse groß nutzen, ey. Gewichtsverlagerung reicht schon, damit die Hinterachse, weil die ja kein Gewicht hat, rumkommt. Das ist schon ganz geil. Das hat schon was. Oh, ich fange an, Dacia-Logen zu mögen. Wir müssen dieses Video ab hier, glaube ich, gleich abbrechen, Leute. Sonst haben wir ein Problem. Oh Gott. Nee, alles gut. Uiuiui. Jo, okay. Danke. Super. Okay, gut. Nachdem wir die Rallye-Karre jetzt gerade gefahren haben und die als gut befunden haben, müssen wir jetzt dringend wieder weg davon, weil sonst haben wir hier... Das Mindset geht hier nicht. Wir haben noch den Logan Cup, wir haben Hillcamp, die Hillcamp-Variante können wir nicht mehr. Police haben wir noch, Tofu, Drift, Just Don't Ask Questions, okay. Getunter Dieselmotor, ja, moin, Alter. Ja, Dieselpower, Drehmoment, Abgase. Weiterhin Frontantrieb, der überhaupt nicht klarkommt mit dem Untergrund. Wir haben hier eine Chromleiste am Kofferraumdeckel. Hast du Facelift-Variante, ne? Ui, fancy Rückleuchten. Fancy, fancy. So, wenn ich mal gucken, dass ich auf die Straße wieder komme. Weil der Kollege hat auf gar keinen... Oh, guck mal, da ist ja ein Sprung. Ah, da komme ich gar nicht hin, weil ich mich vorher schon mehrfach überschlage. Oh Gott. Komm, komm, komm. Komm mal zurück, Kleiner. Und weiter geht's. Nur weil der Kofferraum offen ist, heißt es nicht, dass wir hier aufgeben. Den Sprung nehmen wir mit. Die Fahrertür ist schon wieder leicht deformiert. Die Handbremse hat nicht so viel Funktion, wie ich mir wünschen würde. Oh, okay, aber rückwärts kann man coole Slides machen. Die Heckklappe hängt ein bisschen auf halb acht, alles gut. Warum? Nein, warum spawnt die KI denn da auf den Sprung? Alter, nein! Idioten, weg da! Yes, das schaffen wir locker!
Also eigentlich landet man da drüben, aber auf der Straße auch eine Option. Oh. Ich glaube, ich habe das Fahrwerk jetzt ein bisschen geslammt, was sehr gut ist. Oh, wir haben Leistung. Oh, wir haben Leistung. Und kaputte Dämpfer. Und dadurch ein Traktionsproblem. Es ist einfach alles perfekt. Nee, der Wagen kriegt die Leistung top auf die Straße. Die Vorderachse hat gar nicht damit zu kämpfen. Es funktioniert einfach super. Jetzt schön Handbremsslide. Oh! Oh! Alles gut. Wie gesagt, es ist ein Dacia Logan. Der Wagen geht rein technisch einfach nicht kaputt. Nebenbei Fenster sitzen da dann auf Kühler vorne. Ich wollte einfach nur bessere Durchlüftung haben. Das hatte Zweck. Das hatte Sinn und Verstand. Ich darf halt keine Kurven fahren. Dann quietscht es unnachgiebig. Wir müssen hier über die Wiese, das geht schon. Alles gut. Dann hier runter. Oh, 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 oh. Cool, dass wir eine Vollzelle drin haben. Juhu. Nebenbei ist aber noch keine Antriebszelle kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ui. Unser Hinterachse hängt halt ein bisschen auf halb acht. Hoppala. Ja, aber es funktioniert noch. Er fährt rein technisch noch. Oh, ja, also wirklich die Hinterachse. Ich habe gedacht, nur der eine Reifen, aber dadurch, dass wir eine Starachse haben, bringen wir uns die gleich gesamt raus. Mann, ist das praktisch. Wir können auf zwei Spuren gleichzeitig jetzt fahren. So ein praktisches Auto, der Dacia Logan. So, wir gehen mal mit der Tuned-Variante auf den Highway, weil da kann man ein bisschen Speed aufbauen. Speed und Power, liebe Leute. Und das wollen wir ja machen. Wir wollen ja Speed und Power. So. Oh, er schießt sogar Flammen und qualmt schwarz. Da ist schon viel Geiles dran. Also das muss ich ihm jetzt lassen. Das gibt einen Pluspunkt auf der gar nicht mal so uncool Liste. So, komm, zieh, Kollege, zieh. Guck ich mal dieses rasante Fahrzeug an. In Bewegung, es ist der Wahnsinn. 130 Sachen, da wird der fünfte reingeschmissen, Leute. Ich sage es euch, hier kommt richtig Topspeed rum. Wenn wir die 200 knacken, klatsche ich. Ja, haben wir vielleicht noch einen sechsten? Ich glaube, wir haben keinen sechsten Gang. Ey, wir haben eine getunte Variante. Jemand hat hier theoretisch echt Geld reingesteckt und wir fahren 180 damit. Oh. Sorry, den Spiegel kannst du behalten. Komm, mach die 200 so ein bisschen voll. Komm! Komm schon, 200! Gut, 200 will er nicht. Schade. Ah, die andere Seite ist kaputt gegangen. Guck mal an. Und der Auspuff. Und die Hinterachse ist wieder rausgerissen, weil... Dacia Logan, meine lieben Damen und Herren, es gibt Gründe, warum das passiert. Mann, die Unfälle mit ihm sind teilweise ganz schön traurig, muss man einfach mal sagen. Also wir hatten schon, also wir müssen jetzt mal richtig hier überschlagen. Wir haben hier auf der Geraden, haben wir ja ein bisschen ein paar Kanten, weil wir haben hier ein paar Felsen. So, ne, Map wollte ich gar nicht, ich wollte das Auto wechseln. Ich wollte das Fahrzeug wechseln. So, weil wir müssen den Dacia nochmal, wir müssen nochmal richtig zerlegen. Da muss nochmal was Richtiges kommen. So. Einen ganzen getunten Häklein-Variante, alles schön und gut. Wir nehmen die Polizeivariante. Weil, man muss sagen, er ist so ein prädestiniertes Fahrzeug dafür, um im Film bei Polizeifolgsjagden kaputt gemacht zu werden. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir machen jetzt mal kurz, ob der coole Lichter hat. Ja, hat er. Ah, guck mal an, wunderbar. So. Erstmal ein bisschen Schwung aufbauen, weil Überschlag macht bei 10 km/h nicht so viel Spaß. Das fängt erst ab einer bestimmten Geschwindigkeitsmenge an. Wir haben es gleich. Gleich sind wir auf einer Geschwindigkeit, wo das gut wird. Warten Sie ab. Die machen aber schön alle Platz hier. Blaulicht funktioniert halt einfach. Da kann man sich drauf verlassen. So, das hier zum Beispiel. Ah, fuck. Jetzt habe ich mir einfach die Felge gebumst. Ah, die Stahlfelge ist im Sack. Nein! Das war nicht so smart. Fuck. Fahren wir nochmal rüber. Komm. Überschlag. Komm, do it. Oh, sorry. Oh. Ist halt geil, wie das Kühlerpaket immer nicht kaputt geht. Es wäre der Dacia so ein Rallycross-Auto, was den scheiß Wasserkühler im Kofferraum hängen hat. Ah, Mann. Ja, der erste Unfall war kacke, weil ich mir direkt damit schön, habe ich mir halt die Stahlfelge gebumst. Das ist natürlich super unsmart. Komm, Schwung jetzt. Komm, komm, Leistung. Zieh. Wir machen alle schön Platz. Das ist echt ein Traum. Aber auf jedes Auto Blaulicht machen. Ich kann mir einfach, ich habe einfach so viel mehr Freiheit. Komm, da haben wir einen Felsen. Den nehmen wir jetzt mal mit hier. Okay, das ist kein schöner Überschlag, aber auf jeden Fall guter Front hin. Meine Fresse. Oh, beide Antriebszellen sind kaputt. Okay, die andere vorne rechts, die Felge hängt auch ein bisschen sehr auf halb acht, wenn man fairerweise ehrlich ist. So, jetzt machen wir es nochmal in die andere Richtung, weil wir fahren auf die Felswand hier rechts zu, weil da kann man sich auch schön überschlagen.
wenn man Tempo aufbaut und wir brauchen den ganzen verfickten Highway, um überhaupt auf Tempo zu kommen, sind wir ehrlich. Komm schon, Dacia, zieh! Dieser Wagen spritzt so viele Sachen aus. Ich kann es gar nicht ausdrücken, wie begeistert ich bin, diesen Wagen hier für euch zu testen. Link findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr auch sagt, oh, Dacia Logan, Digga. Da mache ich jetzt mal eine schöne Abendsession mit. Kann ja sein, dass ihr ein Problem habt, dass ihr damit zu verarbeiten habt anscheinend, aber naja, gut. Oh, okay. Ja, toll, Digi. Ich schaff's halt wirklich, keine effektiven Unfälle mit diesem Auto zu machen. Ich komme nicht hoch, toll. So, ich fahre immer an den falschen Stellen hoch. Ich wollte eigentlich noch weiterfahren, aber da war der Kombi im Weg. Ich wollte den Kombi ja nicht reinfahren, also habe ich mich einfach straight up für den Felsen entschieden. Das klingt nach einer smarteren Wahl. Das war auf jeden Fall für uns beide die bessere Lösung. So, jetzt gucken wir mal. Wir fahren jetzt einfach mal hier hoch. Ja, wunderbar. Guck mal an. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Überschlag. Nichts Krasses, aber es ist ein Überschlag. Erzählt. Es reicht. Und mit diesem wunderbaren Bild würde ich sagen, bin ich raus für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen rum da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Tschö, tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.